Hallo und herzlich willkommen bei Crunchtime TV. Heute mit Alexander Haselup nach dem Derby-Sieg gegen Recke. Hase, heute 1-0-Sieg hier in Recke gewonnen. Erzähl ich dir überhaupt? Der Trainer von Recke hat es ja schon in der Zeitung erwähnt. Heute wird auf jeden Fall die Mannschaft gewinnen, die bessere Tagesleistung hat. Wie würdest du das beschreiben heute? Ja, Mahlzeit. Absolut richtig. Ich glaube, dass wir heute die beste Mannschaft waren über das ganze Spiel gesehen. Es war sicherlich nicht das schönste Spiel für die Zuschauer, aber beim Derby halt ein sehr intensives Spiel und ich denke, das hat auch jeder gesehen heute. Ja, dann waren es ja doch schon in der ersten Halbzeit relativ chancenarm das Spiel. Wie ist es da gelaufen, Haas, für uns? Ja, ich glaube, vielleicht ein bisschen geschuldet durch das Wetter, war das Spiel von Anfang an nicht so viel Feuer drin, wie man gedacht hätte. Wir waren vor allen Dingen, waren wir nicht mutig, haben uns dann im Spielverlauf immer mehr zugetraut und haben dadurch auch ein klares Spiel zum Ende der ersten Halbzeit klar dominiert. Haben einfach vergessen, die Chancen besser auszuspielen, konsequenter. Ich glaube, dann hätten wir vielleicht schon vor der Halbzeit in Führung gehen können. Recke war heute einfach nicht gut drauf, ich weiß nicht, woran es lag. Deswegen waren wir in der ersten Halbzeit schon gleich die beste Mannschaft. In der zweiten Halbzeit, gleiches Spiegelbild, gehen glücklich, aber ich denke absolut verdient dann in Führung. Ein bisschen kurios, wie man dann nochmal bei der Wiederholung im Video sehen wird. Eine Flanke und der eigene Spieler will zum Torwart zurückköpfen und köpft dann das eigene Tor. Wir nehmen es natürlich gerne mit, weil wir es heute selber versäumt haben, das Tor zu machen. Ja, und hinten heraus, klar, wir mussten nicht mehr, Recke ist nicht viel eingefallen, wir haben uns hinten reingestellt, haben dann einmal Glück, als Bernd überragend hält aus einem Meter und nehmen das Spiel und das Ergebnis dann verdient mit 1-0 mit nach Hause. Ja, danke für diese kurze und schöne Analyse, Alexander. Dann ist ja jetzt mal nächste Woche Ostern. Ich hoffe, du verbringst eine schöne Zeit mit deiner Familie. Danach spielen wir gegen FCE, gegen Rheine 2. Hinspiel war 3-2 auf dem Freitagabend. Was für eine Mannschaft erwartet uns dort? Ja, ich kann mich noch gut erinnern, war ein kurioses Spiel, sehr offen. Hätte sicherlich auch 5-4 oder 6-5 ausgehen können. FC ist eine gute Mannschaft, die will Fußball spielen, sehr jung. Ich glaube nicht, dass der Tabellenstand das wiedergibt, was sie eigentlich können. Ich denke einfach, dass sie noch sehr jung sind, sehr naiv und dadurch leider die Spiele verlieren. Deswegen erwartet uns ein guter Gegner. Ich hoffe, unser Stadion sieht dann auch wieder gut aus und dann erwartet uns ein attraktives Spiel für die Zuschauer und vielleicht wieder viele Tore. Und wir versuchen natürlich dann wieder die 3 Punkte bei uns zu behalten. Ja, dann bedanke ich mich für das Interview, Hase, und wünsche dir noch einen schönen Sonntagabend. Danke dir auch. Auf einen schönen Sieg und das gute Wetter, ein dreifaches Sieg! Hurra! 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 Und auf schöne Siege! Aber XXL! Schön war der Sieg. Du musst wegen der Sonne, ne? Ja, es sieht gut aus. Doch, willst du mal sehen? Außer sich wahrscheinlich so. Ja, passt schon.